Die 16-jährige Nur, ja, ein Jahr ältere Russin aus Moskau, die nach dem Kurzprogramm auf Rang 2 liegt, die im vergangenen Jahr Junioren-Weltmeisterin war bei den Europameisterschaften und bei den Weltmeisterschaften mit soliden Leistungen aufmerksam machte, als sie bei der Europameisterschaft in Dortmund Fünfte wurde und bei der Weltmeisterschaft in Birmingham Siebte. Eine neue Kür hat sie einstudiert. Amerikanische Musiken, ein Mix. Also ein bisschen eine Anlehnung an die letzte Kür von Oksana Bajul. Der Anlauf zum Lutz. Bombastisch hoch, aber mit der Hand abgefahren. Bei ihr läuft es bisher ausgezeichnet, bis auf den kleinen Fehler mit dem Touchdown beim Lutz. Aus A Chorus Line. Zweifache Bielmann-Pirouette als Kombinationspirouette von Irina Slutskaya, die eine genauso schöne Kür hat wie zuvor Michelle Kwan. Vielleicht noch nicht ganz so ausgereift, aber wie kann man das schon sagen mit 15 Jahren auf der einen Seite Michelle Kwan und sie 16. Das sind Läuferinnen, deren Namen sie sich unbedingt merken müssen, denn die werden ganz oben am Himmel des Eiskunstlaufens erscheinen. Sie sind es ja schon, aber das sicherlich über die nächsten Jahre. Da kann sich eine Surya Bonnelly schon ein großes Stückchen abschneiden. Die haben es einfach im Blut. Der dreifache Salchow.
Sechs Treffer hatte sie im Programm, den Rittberger und den Lutz mit kleinen Fehlern. Aber kann tolle Pirouetten. Vielleicht muss sie noch das verbessern, was Michelle Kwan verbessert hat, nämlich ein bisschen am Äußeren herumtüfteln, um sie hier etwas älter zu machen. Aber das liegt in jedem selber, auch an der persönlichen Note. Mit stolzem Blick auf die eigene Leistung schauend, bekommt mit der A-Note die zweitbeste bisher zugeschrieben. Die deutsche Sonja Mühlenbach gibt ja in der B-Note nur die 5,4. Grüße nach Hause, liegt hinter Michelle Kwan schon jetzt auf Rang 2.